Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute zurück mit dem sechsten Teil meiner Sub-Reihe, 10 Bücher von meinem Sub. Bin jetzt ja schon etwas weitergekommen, jetzt ist der sechste Teil, ich denke 12 Teile werden es werden. Und ich fange diesmal mit den Romanen an, wobei hier aber sehr viele Mängelexemplare bei sind und auch einige Bücher, wo ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob ich sie noch lesen möchte. Aber da könnt ihr mir ja vielleicht noch was zu sagen, ob es sich lohnt oder nicht. Mich würde mal interessieren, findet ihr das besser, wenn ich die Klappentexte mit vorlese oder wenn ich einfach nur die Bücher zeige? Ich mache das heute mal so, dass ich nur die Bücher zeige und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir schreibt, was ihr besser findet. Dann werden die Videos nicht so lang, aber ich kann auch gerne vorlesen. Könnt ihr mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben. So, ich fange an mit einem Buch, wo ich mir wirklich nicht mehr sicher bin, ob ich es noch lesen möchte. Und zwar von Sophie Kinsella, Sag's nicht weiter, Liebling. Ist im Goldmann Verlag erschienen und kostet ursprünglich 8,95 Euro. Das hatte ich mir, glaube ich, bei Rebuy mitbestellt. Und ja, da geht es halt um Emma Corrigan, die wohl im Flugzeug sitzt, was Turbulenzen hat, also der Flug. Und dann erzählt sie alles, was sie lieber nicht erzählen wollte. Und neben ihr sitzt aber leider kein Unbekannter. Und ja, mal schauen, ob ich das noch lese. Dann habe ich ein Mängelexemplar. Das ist aber, glaube ich, eher ein Winterbuch von Lucy Dillon, Liebe kommt auf sanften Pfoten. Ist auch im Goldmann Verlag erschienen, auch ursprünglich 8,99 €. Und da steht hier, das Glück kommt auf vier Pfoten. Eine zauberhafte Geschichte über Liebe, Verlust und Neuanfang. Ja, da hat mich das einfach gereizt, weil das da mit Hunden zu tun hat. Und ich bin ja totaler Hundeliebhaber. Wir haben ja selbst einen Hund. Dann ein Buch, von dem ich schon viel gehört habe, habe ich auch bei Rebuy mal mitbestellt. Von Wendy Wunder, Flamingos im Schnee. Da geht es wohl um ein krebskrankes Mädchen. Und ist auch von Goldmann, auch 8,99 €. Da bin ich auch schon mal gespannt drauf. Das hat ja auch gar nicht so viele Seiten, knapp 350. Und das werde ich auf jeden Fall noch lesen. Das nächste möchte ich auch lesen. Das ist auch sehr dünn. Das hat, glaube ich, keine 250 Seiten. Das ist von Mitch Albom, Ein Tag mit dir. Da geht es halt um Chick Benetto, der versucht, sich umzubringen, was nicht klappt. Und dann erscheint ihm auf einmal seine verstorbene Mutter und sie haben einen Tag, um alles nicht Ausgesprochene nachzuholen. Das finde ich halt sehr interessant für mich, weil meine Eltern ja leider auch schon verstorben sind. Und das möchte ich auf jeden Fall jetzt bald lesen. Und noch ein Buch von Sophie Kinsella, Das Hochzeitsversprechen. Das habe ich auch schon bei einigen im Regal gesehen. Ich meine auch bei dir, Steffi, von Steffis kleiner Bücherexpress. Hast du das schon gelesen? Würde mich mal interessieren. Und ja, hier geht es halt um Lotti, die damals mit ihrem besten Freund vereinbart hat, wenn sie bis dann und dann nicht geheiratet hat, heiraten die beiden. Und die machen es dann auch wirklich. Und ja, hört sich eigentlich sehr interessant an, so mal für zwischendurch. Hat allerdings auch viele Seiten. Das hat über 500 Seiten. Und ja, wenn das einer von euch schon gelesen hat, gerne Kommentar. So, das waren schon die Romane. Jetzt komme ich zu den Thrillern. Zum einen ist das eine Reihe. Da habe ich jetzt die ersten beiden Bände von, wenn ich mich da nicht wieder vertan habe. Von Max Bento, Der Federmann und Die Puppenmacherin. Vom Federmann habe ich mir jetzt das Hörbuch bei Rebuy mitbestellt. Das war sogar noch original eingeschweißt, obwohl ich nur 3 € bezahlt habe. Das hatte ich mir mitbestellt, weil Nini von Nini Schokobooks, die hatte da so von geschwärmt von dem Sprecher Axel Milberg. Und da ich im Moment sehr viele Hörbücher höre, um meinen Sub ein bisschen abzubauen, habe ich mir das halt mitbestellt. Das wird jetzt auf jeden Fall bald gehört. Und ja, da bin ich mal gespannt.
Dann noch ein Mängelexemplar, ein Buch von Elisabeth Herrmann. Von der Autorin habe ich schon viel gehört, aber noch nichts gelesen. Das hier ist Versunkene Gräber. Ist aber, glaube ich, auch ein Mehrteiler. Ich weiß jetzt im Moment gar nicht, welchen Teil ich jetzt erwischt habe. Hier geht es immer um den Anwalt Wernau. Und das ist für mich eigentlich ganz interessant, weil ich ja bis zu den Kindern als Rechtsanwaltsfachangestellte tätig war. Und hier ist eine Mücke. Und da bin ich auch mal gespannt drauf. Steht verschollene Briefe, ein alter Friedhof und ein grausamer Mord. Anwalt Wernau kommt einem düsteren Geheimnis auf die Spur. Das ist auch im Goldmann Verlag erschienen. Dann ein Buch von Sophie McKenzie. Du musst mir vertrauen. Das habe ich mir mitbestellt oder irgendwie mal ertauscht, weil ich den Vorgänger von der Autorin Seit du tot bist gelesen habe. Das fand ich ganz gut. Und dieses hört sich auch ganz interessant an. Da geht es um eine Ehe, wo die Frau ihrem Mann misstraut, weil er sie schon mal betrogen hat. Und das ist im Heine Verlag erschienen. Und ja, das möchte ich auch auf jeden Fall noch lesen. Und das letzte ist ein Rezi-Exemplar, was auf jeden Fall bald gelesen wird. Da hat sie mich, ich weiß leider gar nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall Paddy Love Books draufgebracht. Sie war ja total begeistert. Ist zwar der zweite Teil, wie ich jetzt festgestellt habe. Ich denke aber, dass ich ihn trotzdem so lesen werde. Und ja, das ist von Andreas Gruber, Todesurteil. Der erste Teil ist wohl Todesfrist. Und hier geht es um ein verschwundenes Mädchen, was nach einem Jahr auf einmal total verstört wieder auftaucht. Da bin ich auch schon mal gespannt drauf. Das wird auch auf jeden Fall dann im September gelesen, wenn ich es im August nicht mehr schaffe. Ja, das waren meine 10 Bücher vom Sub wieder. Würde mich sehr über Kommentare freuen. Auch wenn ihr Bücher vielleicht selbst auch noch nicht gelesen habt, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Vielleicht kann man die dann ja mal zusammen lesen. Und ich würde mich erstmal bedanken fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!